Na gut, dann mal auf zu Cortez. Ich glaube, hier wird es uns nichts mehr sein für uns. Weiß auch nicht, was es mit den Artefakten auf sich hat. Keine Ahnung. Status! Shuttle im Eimer, Commander. Der Impuls hat es direkt vom Himmel geholt. Wir fliegen nirgendwo hin. Die Normen, die könnten uns rausholen. Mit ihr würde dasselbe passieren. Und die Landung wäre nicht so sanft. Leviathan hat hier ein gutes Verteidigungssystem. Dann kommen wir hier nicht weg, bis wir es finden. Wie stellen wir das an? Naja, Sie können vielleicht einen Mech nehmen. Er scheint tauchfähig zu sein. Das wird witzig. Ein Tauchmech? Das ist das Militärmodell Triton, umgebaut zur Tiefseeerkundung. Falls er noch nicht verrostet ist, könnten Sie ihn benutzen. Nun, wenn das nötig ist, sollten wir damit anfangen. Warten Sie mal. Denken wir wirklich darüber nach? Zuerst brauchen wir Energie, damit wir diese Frachtraumtür öffnen können. Wie? Sieht wirklich so aus. Diese alten Schiffe der Ballard-Klasse haben außen Energieanschlüsse. Für Reparaturen im Notfall. Wir können Zellen aus dem Shuttle nehmen und einsetzen. Ich krieg sie schon zum Laufen. Ich habe eine Zelle für Sie, Commander! Finden Sie was, wo man sie reinstecken kann! Her damit! Okay. Niedlich mit dem kleinen... mit der kleinen Antenne hinten drauf. Okay, auf zum Energieanschluss. Das klingt doch mal nach einem Plan. Komm schon. Okay. Zelle 1 steht. Lasst mal bitte hier kurz angreifen. Ich gehe da mal hier hoch, ne? Dankeschön. So. Ja, kümmert euch drum. Ich mach da mal hier. So, mein Freund. Da oben ist der nächste Anschluss. Schön, dass die gleich in der Nähe sind. Das ist ganz gut. Ach so, muss ich da in der Nähe bleiben? Na gut. Steht. Hab hier noch eine Zelle. Bin da. Alles klar. Was haben wir denn hier eigentlich? Raketenwerfer. Na sowas. Möchte sich noch zufälligerweise ein Rohling an mich annähern. Egal, wir machen das Ding ja voll und dann kriegen wir auch die Tür auf. Los geht's. Öffnen sich, Commander. Der Mech gehört Ihnen. Waffen müssen noch einsatzbereit sein. Aber erstmal gönne ich mir damit ein bisschen Spaß. Und jetzt geht's los. Oh ja. Das Ding haut gut rein. So stelle ich mir das doch vor. Okay. Wir sind dabei. Das ist fast wie auf der Grissom Academy. Sehr schön, sehr schön. Haben wir noch jemanden? Das war's. Nein. Sicher zu sein, Commander. Gut, ich muss ins Wasser, bevor Sie zurückkommen. Na dann. Bringen Sie den Mech zu mir zurück, wenn Sie tauchbereit sind. Ich sollte ihn vorher checken. Oh, okay. Na dann, auf zu Cortez. Und dann kommt jetzt wohl die letzte Etappe unserer Mission. Auf in die Tiefe. Okay, Commander. Wir holen Sie da raus und ich mache einen Systemcheck. Commander, Gefahr ist kein Hinderungsgrund. Aber selbst ich würde zögern. Wir können nicht mehr zurück. Der Weg nach Hause führt über Leviathan. Okay, Verschlüsse in Ordnung. Sauerstoffdruck normal, Systeme bereit. Besser kriege ich nicht hin. Los geht's. Vorsicht da unten, Commander. Schließe Luke. Alles, was nötig Aktiviere ist. Aktiviere Systeme. Bereit. Teste Comlink. Ich höre Sie. Es geht los. Beginne Tauchen.
Tauchgang in 3, 2, 1. Bis bald. Hält der Anzug, Commander? Sieht gut aus bis jetzt. Gut, ich habe Funkstörungen auf meiner Seite. Durchhalten. Verstanden. Commander, hören Sie mich. Wir verlieren Ihr Signal. Etwas blockt die Kommunikation. Bitte antworten. Cortez? Cortez? Angekommen. Ich weiß nicht, ob Sie mich da oben hören. Der Hauptteil des Abstiegs scheint vorbei zu sein. Ich kann von hier aus kaum was sehen. Der Anzug hält. Die Notfallsysteme sind online gegangen. Lebenserhaltung funktionsfähig. Ganz tiefer Meeresgrund in 3000 Metern Tiefe. Skinner zeigt an, dass die Sonde sich unter meiner Position befindet. Suche Weg nach unten. Haben wir gefunden. Und es geht immer noch weiter runter. Fahre alle unkritischen Systeme herunter, um Energie zu sparen. Bin nicht sicher, wie viel Saft das Nottriebwerk benötigt, um mich zurück zur Oberfläche zu bringen. Darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Wäre gut, wenn das noch reichen würde. Von der Sonde. Da unten ist ganz definitiv irgendwas. Ja, nicht nur irgendwas. Sondern unser Ziel. Die Sonde ist direkt unter mir. Letzter Teil des Abstiegs. Ab ins Loch. Und hier geht's noch mal ein bisschen tiefer. Auf geht's. Es bringt ja nichts. Ab noch in die Tiefe. Gar nicht. Habe die Sonde gefunden. Scheint intakt zu sein. Ich werde weitergehen. Okay, noch eine Zwischenlandung, aber wir sind immer noch nicht ganz unten angekommen. Es geht immer noch ein bisschen weiter. Na gut, wir gehen aber mal hier vorne lang. Ist auch interessant, dass es hier so ein starkes Leuchten gibt, ne? Was ist das? Du weißt es. Du weißt, was das ist. Der Leviathan. Ich musste sie finden. Das ist nicht ihr Gebiet. Sie haben die Dunkelheit durchbrochen. Sie haben einen Reaper getötet. Warum? Sie sind der Feind. Und sie wollen uns auslöschen. Aber ich dachte, sie wären ein Reaper. Sie sind nur Echos. Uns gibt es viel länger. Was sind sie dann? Viel mehr. Ah!
Chen. Was geschieht hier? Ihre Erinnerungen geben ihren Worten Stimme. Ihre Natur wird uns offenbar. Akzeptieren Sie das? Die Galaxie führt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen besiegt. Warum schlagen Sie nicht zurück? Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Dann helfen Sie uns. Niemand war in vergangenen Zyklen stark genug. Ihre eigenen Spezies könnten mit einem Gedanken vernichtet werden. Aber Sie sind anders. Ich habe Ihr Handeln in diesem Zyklus beobachtet. Zerstörung des Sovereign, Untergang der Kollektoren. Die Reaper betrachten Sie als Drohung. Und ich muss verstehen, warum. Vor den Zyklen war unsere Art das höchste Leben in der Galaxie. Die niedrigeren Spezies erfüllten unsere Bedürfnisse. Wir wurden mächtiger und für sie wurde gesorgt. Aber wir konnten sie nicht vor sich selbst schützen. Mit der Zeit bauten die Spezies Maschinen, die sie dann vernichteten. Aber tote Arten leisten keinen Tribut. Um das Problem zu lösen, schufen wir eine Intelligenz, die das Leben um jeden Preis schützen sollte. Sie entwickelte sich und studierte das Werden von Zivilisationen. Ihr Verständnis wuchs und sie fand eine Lösung. In diesem Moment hinterging sie uns. Sie wählte unsere Art für die erste Ernte. Aus unserer Essenz entstand der erste Reaper. Sie nennen ihn Vorbote. Der Leviathan ist kein Reaper, sondern die Art, die die Reaper geschaffen hat. Und deswegen sieht er auch so aus wie die Reaper, denn es ist ja so, dass die Reaper sich nach dem Ebenbild ihres Erschaffers sozusagen kleiden, wenn man so will. Und die meisten sind halt nach dem Ebenbild des Vorboten dann geschaffen worden. Abgesehen von dem einen Proto-Reaper sozusagen, den wir vernichtet haben, der ja in Menschengestalt war. Und das lag daran, dass sie eben Shepard als Bedrohung empfunden haben und deswegen sich gesagt haben, da sollten wir vielleicht auch mal einen Reaper nach dem Vorbild machen. Und vorher war halt die größte Bedrohung, die sie jemals erlebt haben, diese Art. Sagen wir mal der Leviathane, wir wissen ja nicht, wie sie heißt. Und deswegen wurde der Vorbote aus der Essenz der Leviathane geschaffen und so gestaltet. Und deswegen waren alle anderen auch nach diesem Vorbild. Tja, zum ersten Mal, dass wir irgendwas über die Reaper erfahren, über ihre Herkunft. Erzählen Sie von den Reapern. Jede Ernte endet mit der Geburt eines Reaper. Ein perfektes Design. Geformt als Abbild des Vorboten. Unser Abbild. Jeder Reaper kann organische Wesen beeinflussen. In zahllosen Zyklen wurde diese Fähigkeit perfektioniert und führte zur Indoktrination. Aber was ist der Sinn all dieser Ernten? Die Intelligenz hat nur einen Zweck. Die Erhaltung des Lebens. Dieser Zweck wurde nicht erfüllt. Sie ließ die Reaper die Massenportale bauen, um die Zeit zwischen Zyklen möglichst effizient zu beschleunigen. Die Galaxie selbst wurde zum Experiment, die Evolution zum Werkzeug. Wird das jemals enden? Unbekannt. Bis die Intelligenz findet, wonach sie sucht, wird die Ernte weitergehen. Tja, eine total korrumpierte Logik. Um das Leben zu schützen, wird Leben genommen. Hat ja auch der Vorbote schon mal erklärt. Ganz am Anfang, nee, Sovereign war das, glaube ich, hat das im ersten Teil erklärt, wenn ich mich nicht irre, dass die Reaper eben alle 50.000 Jahre abernten, um zu hoch entwickelte Kulturen zu verhindern, die dann alles Leben auslöschen könnten. Und so wird im Prinzip kontrolliert immer mal wieder abgesägt und dann wächst es wieder nach.
Also eine vollkommen verkorkste Logik, die aber irgendwo nicht unlogisch ist, wenn man so will, ne? Aber das heißt auch, wenn das hier der, wenn diese Art hier der Prototyp des Reapers, oder der Reaper ist, dann sind die noch älter als die Reaper, viel älter. Und schon die Reaper sind Millionen von Jahre alt. Sie haben die Maschine gebaut, trotz der Erfahrung der anderen Spezies. Warum? Sie können sich eine Galaxie nicht vorstellen, die ihrem Willen unterliegt. Jede Kreatur, jede Nation, jeder Planet, den wir entdeckten, wurde unser Werkzeug. Wir standen über den Sorgen niedriger Spezies. Die Intelligenz sollte lediglich ein weiteres solches Werkzeug sein. Und jetzt zahlen wir alle den Preis für ihren Fehler. Es gab keinen Fehler. Sie erfüllt immer noch ihren Zweck. Wie gesagt, nach ihrer Logik. Und am Ende ist der Hochmut das gewesen, was euch zu Fall gebracht hat. Wie konnten sie so lange verborgen bleiben? Unsere Auslöschung blieb unvollständig. Einige entkamen in die dunklen Ecken der Galaxie. Ich bin ihr Nachkomme. Mit den Zyklen wurden die Diener-Spezies kontrolliert. Und sie entfernten die Spuren unserer Existenz. Dadurch blieb unser Überleben den Reapern verborgen. Heute ziehen wir uns über die Fragmente nach Entdeckungen um. Fragmente? Sie meinen diese Artefakte? Sie sind unser Fenster in die Galaxie, um die Ereignisse dieses Zyklus aus der Sicherheit dieser Welt zu beobachten. Durch sie sehen wir zu, studieren und bleiben im Schatten. Die Augen des Leviathan. Wie hat die Intelligenz sie besiegt? Um eine Lösung zu finden, brauchte sie Informationen. Physische Daten von organischem Leben im Kosmos. Sie schuf eine Armee von Handlangern, die diese Daten in der Galaxie sammelten. Es gab keine Warnung, keinen Grund, als sie sich gegen uns wandten. Nur Gemetzel. Nur die Ernte. Was wissen Sie über den Tigel? Wir haben seinen Bau schon einmal beobachtet. Er wurde nie fertiggestellt. Die es versucht haben, wurden dennoch Opfer der Ernte. Das Ergebnis ist unbekannt. Okay, ich hab's verstanden. Helfen Sie, den Zyklus anzuhalten? Ich habe Ihren Geist durchforstet. Sie sind eine Anomalie. Aber das reicht nicht aus. Moment! Der Zyklus wird weitergehen. Nein! Sie haben zugesehen. Sie wissen, dass dieser Zyklus anders ist. Wir werden überleben. Sie bleiben hier und erfüllen unsere Bedürfnisse. Die Reaper ernten den Rest. Wenn Sie mich gehen lassen, muss niemand geerntet werden. Nichts ändert sich. Die Reaper wissen, wo sie sind. Sie können nicht länger nur zusehen. Sie müssen kämpfen. Selbst wenn sie die heutige Schlacht überleben, werden die Reaper niemals aufgeben. Gemeinsam haben wir eine Chance, die Sache zu beenden. Zuversicht ist einzigartig. Ich habe es verdient, da draußen zu kämpfen, wo sie sein sollten. Es ist klar, warum die Reaper sie für eine Bedrohung halten. Ihre Siege sind mehr als ein Zufallsprodukt. Wir werden kämpfen, aber nicht für sie oder sonst jemanden. Wir sind die erste und oberste Spezies. Wir werden überleben. Und die Reaper, die in diese Welt eindringen,
werden unsere Macht begreifen. Sie werden unsere Sklaven sein. Heute zahlen sie ihren Tribut in Blut. Sie okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Wahnsinns Kopfschmerzen. Zum Glück sind Sie wieder da. Ich habe Anne Bryson in der Leitung. Gut. Stellen Sie durch. Commander? Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Alles okay. Was ist passiert? Wir haben Leviathan gefunden, Anne. War es die Sache wert? Ich weiß nicht. Aber er kann sich jetzt nicht mehr verstecken. Er ist Teil des Krieges, genau wie wir. Klingt wie eine aufregende Geschichte. Eine für die Geschichtsbücher. Ich freue mich schon auf die Details. Mein Vater würde es begrüßen, dass die Wahrheit jetzt bekannt ist. Inzwischen hat mich Admiral Hackett in sein Wissenschaftsteam eingeladen. Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Viel Glück, Anne. Und danke für Ihre Hilfe. Shepard Ende. Commander, ich bin mit Ihrem Bericht durch. Die Allianz wollte mehr Informationen über die Reaper. Die haben wir nun. Unsere Leute werden das jahrelang studieren. Sie nennen es bereits den Leviathan-Kodex. Die Geschichte der Galaxie muss neu geschrieben werden. Egal, was es sonst noch bedeutet, die Reaper hatten einen Anfang. Und vielleicht bereiten wir ihnen jetzt ein Ende. Das ist natürlich eine Sichtweise. Vielleicht die einzige. Also gehen Sie, ziehen Sie es durch. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, Shepard. Gute Arbeit. Danke, Sir. Hackett, Ende. Tja, so haben wir am Ende dadurch, dass wir den Reapern verraten haben, wo sich der Leviathan befindet. Den Leviathan, beziehungsweise die Leviathane sind es ja eigentlich. Wir haben ja gesehen, da waren mehrere unten.
dazu gezwungen, am Kampf teilzunehmen. Eigentlich war es gar nicht so gut, dass wir die Artefakte dann zerstört haben, wie wir festgestellt haben, ne? Denn das Ding die Dinger brauchen die wahrscheinlich. Tja, aber gut, wir haben jetzt viel über die Reaper herausgefunden, über die Anfänge der Reaper. Und ich finde es richtig gut, dass die sowas mit eingebaut haben. Man muss aber auch feststellen, selbst wenn wir jetzt die Reaper besiegen, gibt es danach immer noch die Leviathane. Und die könnten durchaus dann zu einer großen Gefahr werden, weil sie sich dann wieder dazu berufen sehen, die Galaxie unter ihre Kontrolle zu bringen.